So, wir sind zurück bei Risen und werden jetzt diese Scheibe hoffentlich finden, die hier irgendwo in der Ruine liegt. Dazu müssen wir aber erstmal wieder so eine Figur finden, um diese letzte Tür aufzukriegen. Und dazu müssen wir erstmal wieder so einen hässlichen Gnome, nee, kein Gnome, sondern wie nennt sich die Viecher? Ghule. Den Ghule müssen wir jetzt hier vorlocken. Weil ich krieg die alleine in den Tod, da bin ich zu schwach dafür. Da muss wieder der Schatzsucher mithelfen. Ich hoffe mal, das wird jetzt hier. Wo ist der hin? Jo. Ey, Buddy, komm mit. Jetzt gleich getötet, ausgeschlachtet wirst du bleiben. Und zwar vom Kollegen hier. Au! Mach mal bitte mit hier. Ich hoffe, das ist der letzte Ghoul hier. So, damit hätten wir diesen Kollegen hier erledigt. Das Dor, wie heißt der? Güter. Güter ist wirklich nahezu unbesiegbar, wie es aussieht. Oh, ich hasse das ständig, irgendwelche Gegner hervorlocken zu müssen, ey. Mir würde es reichen, wenn ich den Idioten sagen kann, der Güter oder ähnlich, keine Ahnung, wie der Vogel ist, ich kann mir das nicht merken. Komm einfach mit und du mit mir zusammen die Viecher schlachten, aber das geht leider nicht. Wir müssen das Spiel erst ein bisschen ausnutzen. Sprich, die Gegner zu dem hinlocken. Schau mal, das war jetzt der letzte. Ich habe keinen Bock, hier 5000 Mal hin und her zu rennen, irgendwelche Gegner hier hin und her zu locken. Was ist eigentlich hier hinten? Ja, hier hinten ist jemand. Leider. Ach, hier ist ein Hebel. Sehr schön. Ja, bevor ich jetzt hier aufmache, werde ich erstmal hier hinten nochmal schauen. Da muss ich nicht ganz so weit flüchten dann. Und hier ist nichts. Doch eine Steinplatte. Steinplatten sind schön. Wäre. Okay, das war's. Die Steinplatte lesen wir. Und jetzt speichern wir ab und gucken, was der Kollege hier sagt. Mir wäre es lieber, wenn er es mit Büste noch gehabt hätte. Aber vielleicht hat er es ja ein steckender Elf. Was ist das? Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund. Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grabkammern dieses Tempels unterwegs, als uns plötzlich diese Biester überraschten. Ich bin wie ein Verrückter hier runtergeflohen und habe mich versteckt. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Cool.
Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Juhu. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Gib mir die Büste. Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren, was? Nun, wenn das so ist... Was? 500 Goldmünzen. Du willst mich wohl verarschen, was? Erst rette ich dir das Leben und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Naja, was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, ja, schon gut. Wie hast du das Ding? Du Arsch. Wie war das noch gleich? Bester Schatzsucher der Welt, ja. Du kannst ja doch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Naja, wie auch immer. Hat hier hinten eigentlich noch was? Nee. Wir haben Ulf befreit, mal wieder. Das zweite Mal schon. Und da will mir immer noch irgendwelchen Scheißplunder hier für irgendwelche Goldstücke verkaufen. Wenn ich dir jetzt 500 Gold gegeben hätte müssen, die ich noch nicht mehr habe, also ich glaube, da wäre ich ja ausgerastet, ey. Aber wirklich, ey. So. Wir müssen jetzt weiter durch diese dritte Büste hier. Vor allen Dingen ist kein Klumpen Gold besser gewesen. Was hat denn der hier überhaupt? Deinem Bruder Ulf geht's gut. Sehr gut. Und ich hatte schon gedacht, es sei zu spät. Gut gemacht. Wenn wir hier erstmal wieder raus sind, werde ich dich für deine Mühe belohnen. Trottel. Mensch, jetzt geh hier hoch. Wo ist Ulf eigentlich? Das Schwert liegt hier rum. So, dann werden wir jetzt die dritte Büste einsetzen hier in diesen Dungeon. Und hoffentlich nicht mehr so viele Viecher hier drin entdecken. Oh, wenn ich hier mal ein Vieh sehe, ein so einen blöden Huhl, ey, dann dreh ich durch. Ich glaube, das wird sich nicht vermeiden lassen. Ach ja, was ist das eigentlich hier? Stacheln. Wie gehen die jetzt aus? Ulf, komm mal her, wir haben ein Problem. Die gehen ja nicht mehr weg. Das ist ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Irgendwelche Schaltungen? Ja, hier irgendwas. Und eine Wurzel. Ohne dass ich hier verrecke. Ah, verdammt. Das ist eine schlechte Idee. Komme ich jetzt in diesen Stachelraum?